Ja, Leute, wir sind angekommen und zwar in Joshua Tree und das hier, das ist unser Airbnb für die nächsten 3 Tage. Mega geil, super schön Außenbereich. Hier kann man sich super gemütlich hinstellen. Dann hier noch ein Lagerfeuer machen, auf ganz entspannt. Dann haben wir hier unseren mega geilen großen Jacuzzi, den wir auf jeden Fall heute Abend auch nutzen werden. Dann haben wir hier unsere Küche, mega geil, mit so einem fetten amerikanischen Kühlschrank. Da passt auf jeden Fall genug Zeug rein. Einfach ein Kühltruhenfach, das heißt, wir können morgen auch mal ein bisschen Eis kaufen. Richtig geil, hier kannst du auch Wasser zapfen tatsächlich. Großer Herd mit riesigem Backofen. Boah, können wir mal aufmachen. Egal, das ist ein richtiger Oschi. Auch eine riesen Mikrowelle. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber in Amerika ist einfach alles doppelt so groß wie bei uns. Hier gibt es natürlich auch einen richtig geilen Essbereich mit eins der Highlights, dieser geile Billardtisch. Das heißt, wir werden jetzt abends hin und wieder mal eine Runde Billard zocken und hier drüben super schön das Wohnzimmer. Sogar mit einem kleinen Plattenspieler hier einfach am Start. Gitarre ist auch dabei und dann zeige ich euch einfach mal kurz die Zimmer. Bad Nummer 1, Toilette, Dusche, alles am Start. Ganz gemütlich, Ventilator, kann man hier ganz gemütlich chillen. Große Waschmaschine und großer Wäschetrockner, sehr, sehr wichtig, denn wir müssen auf jeden Fall auch unsere Wäsche waschen. Ganz gemütlich, großes King-Size-Bett mit Bild hinten dran, noch so einen kleinen Hocker, wo man sich hinsetzen kann. Wir waren gerade im Walmart und ordentlich einkaufen, richtig viel, 1, 2, 3, 4, 5 Tüten, randvoll, alles mögliche dabei, ein bisschen Eis, bisschen was für den Kühlschrank, alles mögliche an Snacks eingekauft, ein paar Chips und sowas, richtig geil, einfach die Milch geholt und für uns gibt es jetzt Frühstück und danach geht es auf Richtung Salvation Mountain. Wir sind jetzt gerade so ungefähr 30 Minuten von unserem Airbnb ein bisschen in die Wüste gefahren. Hier schön in den Offroad-Modus, in den Sand-Modus geschalten und quasi hier einmal komplett durch die leere Wüste gefahren. Bis hierhin, denn hier ist der Giant Rock. Und der Giant Rock ist auf jeden Fall der größte freistehende Felsbrocken Amerikas. Manche sagen auch der ganzen Welt, da sind sie sich aber nicht ganz sicher. Aber das Ding ist auf jeden Fall riesig. Und hier hat tatsächlich mal einer drin gewohnt und der hat nämlich auch mit Dynamit quasi diesen Teil einfach abgesprengt und irgendwo hier ist er quasi unter den Felsen gekrabbelt und hat sich da dann ein unterirdisches Höhlensystem gebaut. Das wurde dann damals aber wieder von der Polizei geräumt und dann ist er auch bei seiner eigenen Dynamitsprengung ums Leben gekommen und mittlerweile heutzutage kommt man da nicht mehr rein, ist alles wieder zu betoniert worden. Aber ist auf jeden Fall mal ein Riesenfels und ich sehe gerade, da sind sogar Klettersicherungen, das heißt, das ist wahrscheinlich auch ein schöner Spot, um hier freibouldern zu gehen. Auf dem Rückweg vom Giant Rock haben wir uns jetzt noch ein bisschen Fleisch beim Walmart mitgenommen. Das heißt, wir grillen jetzt schön und ich habe gerade mal den Gartenschlauch genutzt und das Auto so ein bisschen abgespült, weil das war halt komplett voll gematscht. Hier war ja alles voll mit Matsch. Ist zumindest schon mal ein Teil abgegangen. Und man muss sagen, dieser Jeep ist einfach ein sehr, sehr geiles Auto. Das ist der Jeep Grand Cherokee Limited in der All Black American Edition. V6 Motor ist da drin, das heißt, ordentlich Power steckt dahinter. Und damit kann man auf jeden Fall hier einen richtig geilen Roadtrip machen. Wir haben hier natürlich auch eine sehr geile Feuerschale. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier hin zum Essen, aber wir machen sie nicht an, weil wir haben aktuell Außentemperatur noch immer so um die 35, 36 Grad. Und das wird auch heute Nacht nicht groß kälter werden, denn auch nachts sind die Temperaturen hier so um die 31 Grad. Und das hier, das ist übrigens unsere Cowboy-Tonne. Die haben wir aber nicht mitgebucht, weil die kostet nochmal 50 Euro Aufpreis. Und da haben wir gesagt, dann können wir auch gleich im Whirlpool chillen.
Leute, und damit willkommen im Joshua Tree National Park. Wir sind gerade mit dem Auto über den Westeingang hier reingefahren. Das Ganze kostet 30 Euro für ein Privatfahrzeug. Und jetzt sind wir hier im Nationalpark Joshua Tree. Das Ticket gilt tatsächlich für 7 Tage. Das heißt, wenn wir sagen würden, morgen wollen wir auch nochmal rein, könnte man tatsächlich hier wieder reinfahren. Und wir sind jetzt hier am allerersten Spot angekommen, und zwar am Hidden Valley Trail. Und den gehen wir jetzt. Es ist übrigens gerade 13 Uhr, das heißt volle Mittagshitze bei ungefähr 40, 45 Grad mitten in der Wüste. Jetzt sind wir hier mitten auf dem Hidden Valley Trail. Genau dafür sind wir nämlich hier, für diese Aussicht, für dieses Hidden Valley. Und damit sind wir jetzt hier oben an Keys View angekommen. Einfach die Cap fliegt fast weg. Oh Mann, das ist eine richtig geile Aussicht. Das war eine mega Aussicht. Und sowas werden wir auch die nächsten Tage noch häufiger sehen. Vor allem, wenn wir dann Richtung Canyonlands hinten rausfahren in die Nationalparks. Und hier sind einfach überall Wespen unterwegs. Kompletter Schmutz. Und jetzt geht's wieder zurück ins Auto, rein in die Klimatisierung. Aber sehr, sehr geiler Ausblick. Ja, und hier oben steht's auch. Hier ist quasi der Punkt, wo wir sind. Und da hinten liegt Palm Springs. Das ist die Ortschaft, die man ganz am Horizont sieht. Und die Lichtverschmutzung von Palm Springs ist einfach so hoch, dass du selbst hier oben immer noch Auswirkungen davon hast. Das ist schon extrem krass. Und man muss sagen, man sieht schon extrem gut die Sterne. Denn ich habe ja auch letzte Nacht eine schöne Sternentimelapse mit der GoPro gemacht. Und das sieht auch sehr, sehr geil aus. Das werde ich jetzt auch die nächsten Nächte noch häufiger machen. Vor allem, wenn wir noch weiter ins Outback kommen, dann hast du ja noch weniger Lichtverschmutzung. Und dann dürfte man auch richtig geil die Sterne sehen. Wir sind jetzt von Keys View wieder weitergefahren, und zwar hierher, und zwar zum Skull Rock. Das hier ist nämlich ein Felsen, der ziemlich stark einem Totenschädel ähnelt. Das ist schon eine wahnsinnige Aussicht, die man hier oben hat, vor allem wenn man nach hinten guckt. Wir kommen gerade von ganz weit da hinten. Du fährst hier meilenweit einfach durch diesen Nationalpark durch, und es sieht überall tatsächlich ziemlich gleich aus. Du hast überall dieses amerikanische Wüstenthema einfach, dass du kleine Büsche hast, du hast irgendwie kleine Palmen, du hast kleine Kakteen irgendwo. Zwischendrin hast du dann diese riesigen Felsformationen. Das Ganze auch noch bei dieser extremen Hitze. Wir haben ungefähr 40 Grad und das ist schon echt heftig. Jetzt ist ultra heiß, jetzt haben wir echt irgendwie 42, 43 Grad und hier steht die Hitze. Wir sind in dem nächsten Tal angekommen. Und hier steht doch extra ein Warnungsschild. Okay, also man darf diese Kakteen auf jeden Fall nicht berühren, denn die sind giftig und sollte man halt einfach mal nicht anpassen. Das sind Collar Cactus Gardens, wo wir gerade sind. Und dieses komplette Tal hier, kilometerweite Tal, besteht komplett aus diesen Collar Kakteen. Das ist einfach ultra wild. Muss man mal bedenken, diese Kakteen, das Schwarze, das ist verbrannt. Das heißt, es ist hier so heiß, dass sogar der Kaktus einfach verbrennt und abstirbt. Einfach durch diese extreme Hitze, die es hier unten hat in dem Tal. Vor allem, es weht auch die ganze Zeit ein extrem heißer Wind um einen herum. Das ist schon echt krass. Ja, und jetzt sind wir hier an der Oase von Mara angekommen. Hier gibt es ganz viele Palmen und, was ich gerade schon gesehen habe, hier gibt es einen Trinkwasserspender. Das heißt, hier kannst du nämlich einfach mal deine Flasche auf ganz entspannt drunter stellen und dann drückt man drauf und dann kommt da einfach Wasser reingeflossen. Ist das geil. Und das ist arschheiß, deswegen mache ich es jetzt mit der Hose. Aber da kommt jetzt schönes kaltes Wasser rein. Geil. Und das Wasser ist nicht kalt. Es ist arschwarm. Das Wasser hat locker 30 Grad oder 40 Grad. Also wenn da jemand einen Teebeutel hätte, könnte ich mir jetzt einen
schönen Tee hier machen. Aber besser warmes Wasser als gar kein Wasser. Oh nein, das sieht so aus, als wäre die Oase geschlossen. Ja, aktuell Oasis of Mara ist temporary closed for construction. Das heißt, hier wird gerade wahrscheinlich ein bisschen umgebaut und man sieht es auch, es ist einfach gerade alles tot. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch relativ wenig Wasser tatsächlich ist, weil es regnet aktuell die ganze Zeit hier sowieso nicht, seit Wochen. Und dann hat auch die Oase kaum noch Wasser. Aber wenigstens hat man hier diese mega geilen Palmen und ich muss sagen, es ist ein richtig geiles Erlebnis, hier an meinem Geburtstag einfach mal durch den Joshua Tree National Park zu fahren und sich das Ganze anzugucken. Wir haben aktuell auch so um die 44 Grad und deswegen geht es dann für uns jetzt wieder zurück in unser Airbnb. Nochmal ein bisschen im Pool chillen. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da, falls ihr das nicht getan habt. Dann sehen wir uns nämlich auch im nächsten Video wieder. Also haut rein und bis dahin. Ciao, ciao.